Was geht ab, Leute? Marc Diekmann hier und ich zeige euch heute mit dem Freeride Magazin den Caveman Drop. Der Caveman Drop ist eine ganz witzige Alternative zum Ninja Drop. Und zwar habt ihr dabei das Rad direkt vor euch, habt aber nicht den Sattel in der Hand wie beim Ninja Drop, sondern einfach nur den Lenker und schwingt das Rad quasi einmal vor euch raus, werft es wieder unter euch und landet dann in der Schräge. Optimal ist also, wenn ihr eine kleine Erhöhung habt, dabei braucht ihr allerdings keinen Anlauf wie bei einem Drop, sondern einfach nur irgendeine Art Erhöhung mit einer Schräge dahinter, in der ihr sauber landen könnt. Das Gute bei dem Trick ist, ihr könnt ihn schon im Flat, quasi im Trockenen üben, ohne da irgendwie ein Risiko einzugehen und dann später euch an höhere Kanten rantasten. Wichtig dabei ist, dass ihr vorher eure Pedalen und Kurbeln wirklich parallel zum Boden gerade ausrichtet, dass ihr perfekt aufspringen könnt und nicht noch in der Luft mit den Pedalen oder Kurbeln rumhaspelt und euch da irgendwie verdreht. Und dann könnt ihr das Ganze, wie gesagt, im Flat vor euch einfach üben, einfach das Rad etwas hochschwingen, zu euch runterfallen lassen und in dem Moment auf die Pedale aufspringen und einfach weiterrollen. Ihr stellt euch quasi an die Kante der Mauer, das Rad senkrecht vor euch aufgerichtet, mit den Händen den Lenker komplett in der Hand, dann schwingt ihr das Rad wirklich etwas mit, ja, von unten mit Schwung nach oben, dass es so leicht vor euch ist und in dem Moment, wo das Rad halt zu euch zurückkommt, drückt ihr euch weit genug nach vorne von der Mauer weg ab und schwingt das Rad quasi unter eure Füße und in dem Moment braucht ihr einfach nur noch aufspringen. Wichtig dabei ist, dass ihr euch weit genug nach vorne abstoßt, sodass das Rad beim Zurückkommen nicht gegen die Mauer schlägt und wieder wegprallt. Das ist eigentlich auch schon der wichtigste Tipp bei der Sache. Meine drei Top-Tipps für den Caveman Drop sind auf jeden Fall an erster Stelle, dass ihr die Pedale und die Kurbeln passend ausrichtet und die in der Luft schon anvisiert, sodass ihr schön eure Füße drauf platzieren könnt. An zweiter Stelle steht, dass ihr euch von vornherein vielleicht schon etwas sucht, wo ihr eine schöne und auch vor allem längere Landung habt, sodass ihr beim Landen einfach angenehm landet und nicht irgendwie einfach hart ins Flat bounced oder so. Und das dritte und mit wichtigste ist, dass ihr euch schön weit nach vorne abdrückt, sodass das Hinterrad nicht wieder gegen euren Absprung bounced und ihr das Rad im schlimmsten Fall noch verliert. Viel Spaß beim Üben!